Moin, moin zu einer weiteren Folge World of Tanks. Diesmal fange ich ein bisschen früher an. Ich habe den, also als gewohnt, also das heißt, wir springen nicht direkt ins Gefecht. Wir machen das jetzt gleich einfach so. Ich habe jetzt vor dieser Folge nochmal beim Stuart ein bisschen geguckt. Ich konnte nicht viel aufwerten, leider. Ich konnte nur das Geschütz einmal aufwerten. Das wird jetzt hier ein bisschen besser als das vorherige. Den Grant konnte ich noch nicht erforschen. Also ist auch noch gar nicht so schlimm. Ich finde den Grant, der Grant ist einfach ein furchtbar hässlicher Panzer. Ich will ihn eigentlich auch gar nicht erforschen, aber ich muss es höchstwahrscheinlich machen und deswegen werde ich es tun, um dann so schnell wie möglich zum Schaumen zu kommen. Das heißt also, wenn wir einen Grant haben, werden wir erstmal sehr viel mit dem Grant und dem Stuart spielen, einfach um dem Technologieraum zu kommen. Den Panzer 4H wollte ich ja auch, hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, erstmal den Panzer 4H machen. Deswegen, wie gesagt, immer noch das Ziel, erstmal den Panzer 4H erreichen, dort ein bisschen was machen und dann so schnell wie möglich den Grant überspringen und dann, um dann ganz schnell zum Sherman zu kommen. Ja? Ich denke mal, ich habe mich damit verständlich ausgedrückt, weil ich den Grant einfach für einen furchtbar hässlichen Panzer halte. So. Das heißt also, ich spiele jetzt eine Runde mit dem Stuart und danach geht es wieder zu den deutschen Panzern. Aber ich möchte auch in dieser Folge einfach mit dem Stuart starten. Aber ihr wisst natürlich auch, wenn die Partie zu schnell vorbei ist. Kennt ihr das ja, wenn ich zu schnell meine Panzer verliere oder durch Zufall die Partie mal positiv ausgeht und ich sie trotz und mein Team sie gewinnt, bedeutet das für mich natürlich, da, also das Ganze geht zu schnell, bedeutet das für mich natürlich, ich werde dann natürlich noch eine weitere Partie spielen, eine zusätzliche. Das kennt ihr ja schon von den letzten Folgen und so werde ich es auch weiterhin handhaben. Aber ich möchte immer eine ungefähre Länge haben, so dass ihr ungefähr immer gleich viel zu schauen habt, Viertelstunde bis 20 Minuten, vielleicht einmal das eine oder andere Mal über 20 Minuten, aber nicht zu häufig und nicht zu viel. Weil irgendwann auch die, denke ich mal, ist es auch zu viel, um einfach mal reinzuschauen. Na? Na, die Frage ist bloß, welcher Gegner? Ah, super. Ich habe einen Gegner gespottet und er wurde gesehen. Und er wurde erwischt. Das ist sehr gut. Das muss mir auch bei Battlefield mal wieder gelingen. Ja, fahren wir über diese hässliche kleine Brücke. Wir sind ja jetzt am äußeren Rand der Karte. War knapp. Die Artillerie versucht mich zu treffen, wie ich merke. Ein Positives hat es ja. Dadurch, dass ich hier hinter den Linien gerade furchtbares Chaos anrichte, können alle anderen ein bisschen mehr Schaden anrichten, ne? Natürlich sehr positiv für meine Verbündeten.
Okay, dann doch. Hat's mich. Sorry für die Stille, aber irgendwie war ich gerade so hochkonzentriert. Aber gut, wir haben kein schlechtes Ergebnis erreicht. Wir haben dann doch oder das ein oder andere Ziel erreicht. Wir haben nichts erwischt, aber wir haben trotzdem ein oder andere Ziel aufgeklärt, was natürlich mir auch geholfen hat und natürlich super für mich freut. Und jetzt geht's wieder auf zum Panzer 4D. Mal gucken, ich hatte jetzt nicht eigentlich den Panzer 4E schon. Oder wird der beim Panzer 4D einfach nur weiter so als Panzer 4E? Nee. Den hatte ich noch nicht. Siehst du, kann ich mir sogar leisten. Hole ich mir. Sehr gut, Dankeschön. Oh Mann. Attacke. Jetzt auf dem kein XP mehr, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, ich werde aber nach der Folge erstmal aufhören, World of Tanks aufzunehmen. Vielleicht nehme ich da noch was anderes auf. Ich weiß noch nicht. Einfach mal schauen. Ich muss auch eigentlich endlich mal versuchen zu streamen. Mal gucken, was ich streame. Weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Am liebsten würde ich ja mit dem Stöcki zusammen streamen, aber leider. Hat er ja keine PlayStation 4. Und mein PC ist leider nicht gut genug, als dass ich mit ihm streamen könnte. Vielleicht gelingt es mir ja, demnächst mir noch einen neuen Computer zu kaufen, aber ich hatte noch nicht das Bedürfnis, mir einen neuen PC zu kaufen, weil ich letztens mir erstmal eine neue Kamera, überhaupt eine Kamera gekauft habe, um die Battle Reports aufzunehmen. Das war mir irgendwie viel lieber, weil ich mehr Bock auf Battle Reports hatte, als zum Beispiel auf jetzt, PC-Spiele aufnehmen. Auch wenn ich gerne das eine oder andere PC-Spiel aufnehmen würde. Ich werde trotzdem die meisten Spiele, die auch für die PlayStation rauskommen, werde ich wohl eher auf der PlayStation spielen, auch wenn es Shooter sind. Auch wenn es Shooter sind. Schon wieder so ein Stummelgeschütz, ne? Ja. Naja, mal schauen. Ne, und deswegen, das muss man alles mal gucken. Was war das denn? Sah aus wie MG-Munition. Komisch. Sind schon zwei vom Gegner zerstört. Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Wahrscheinlich, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist er wie beim letzten Mal. Da kommt gleich ein Jagdpanzer, die Straße hochgefahren, schießt einmal, puff, Monty ist weg. Feuerunterstützung gegen den Decken, ja. Würde ich gerne leisten, aber ich vermute. Was zum Geier? Ich konnte ja nicht mal schießen. Ah! Und ich hätte ihn erwischt, das weiß ich ganz genau. Oh, das kann doch nicht sein, oder? Das kann doch nicht sein. Ah! Also wie gesagt, ich denke mal, es wird auch demnächst irgendwann PC-Let's Plays geben, aber ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich lass mir da Zeit. Vielleicht mache ich auch nur das eine oder andere Let's Play erstmal von einem kostenlosen PlayStation Plus Spiel oder irgendwas, was hatte ich da für so uralt Fußballspiel hatte ich da gesehen. Gibt es jetzt irgendwie gerade für günstig Geld? Aber das muss ich mir nochmal überlegen, ob ich das wirklich mitmachen will und mir das holen will und das dann spiele. Aber das weiß ich noch nicht.
Das wird sich alles noch zeigen. Momentan habe ich einfach nur Bock, das aufzunehmen, irgendwas aufzunehmen, alles Mögliche aufzunehmen, euch zu zeigen. Ja, mal gucken. So. Na? La 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 la. Ja, ich weiß, ich kann nicht singen und aber egal. So. So, wir stehen wieder bereit. Wieder Gegner kaputt zu machen. Vielleicht gelingt es uns ja diesmal. Vielleicht gelingt es hier mir ja diesmal. Mich würde es freuen. Aber wir lassen erstmal unsere Verbündeten ein bisschen vorfahren. Ja. Weil, was soll ich tun? Wir können ja einfach mal darauf abwarten und hoffen, dass es vielleicht mal. Ne? Uns nicht gleich erwischt, wie sonst. Ne? Muss ja nicht gleich sein. Und der erste Spieler ist, glaube ich, auch einfach schon raus. Macht schon gar nicht mehr mit. Hat schon gar keine Lust mehr. Kann ich gar nicht, glaube ich, gar nicht anvisieren. Der ist viel zu weit weg. Ne? Doch, kann ich, aber es bringt nichts. Der ist immer noch da? Jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, hallo? Wie fahre ich jetzt? Am besten nicht rückwärts. Ja. Das ist das Problem. Der kleine Drecksau hat nämlich alles aufgeklärt. Und das ist das Problem. Oh Mann. Welcher? Woo! Verkrümmeln wir uns mal in die Stadt. Ja, komm, fahren wir dadurch, wo es noch gefährlicher ist für mich. Oh. Klick, 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 klick. Ah! Verdammt! Klick, 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 klick. Schieß. Oh Mann. Ich denke mal, ich werde euch auch noch, wenn Battlefield 1 dann rauskommt, also die Beta, werde ich euch da auch was zeigen. Ach, das muss ich auch mal gucken alles. Wir fahren mal wieder mit dem Panzer 4D aus. Oder 4E ist es ja jetzt. Oh Mann. Alles mal schauen, was ich euch so zeige. Und ich habe einfach, ja, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, ich habe Bock drauf. Ich habe Bock zu spielen. Ich habe Bock, alles Mögliche zu spielen. Ich habe auch Bock drauf, wie ich ja sagte, gegen euch zu spielen. Also vor allem bei FIFA, und natürlich also bei den Battle Reports. Da würde es mich auch freuen, gegen euch zu spielen. Na? Also, das ist einfach so, ja. Muss man schauen, ne? Würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere von euch sich da auch mal melden würde und dann so, jo, ich würde mal gerne gegen dich spielen, hast du Bock, mal eine Partie so klein. So ein bisschen zu dies oder das oder jenes. Ne? Ich glaube, ich werde auch dazu auch nochmal ein richtiges Video machen. So von wegen hier. Herausforderungsvideo. Aber gut, das zeigt sich alles. Werde euch da zeigen, wo drin ihr mich herausfordern könnt. No. Weil World of Tanks ist eine Herausforderung etwas schwieriger. Wisst ihr ja auch.
Und wenn ihr mich dann anschreibt und ich sage, jo, dann kriegt ihr natürlich auch meine PlayStation, meinen PlayStation-Account-Namen, damit ihr mich als Freund adden könnt und mich dann herausfordern. Und dann können wir das auch ab, kriegen wir das auch mit der Herausforderung hin. Oder wenn ihr einfach Bock habt, World of Tanks mit dem schlechtesten Spieler aller Zeiten zusammenzuspielen. Oder auch Battlefield 4 oder Battlefield Hardline mit dem schlechtesten Spieler der Welt zusammenspielen wollt. Also mit mir. Sagt Bescheid. Mach ich. No? Oder wenn ihr sagt bei FIFA, ihr braucht noch einen Spieler für euer Team. Also das hier FIFA, wie heißt das? Weiß ich gar nicht, gar nicht, wie der Modus heißt. Ja, dann meldet euch bei mir. Ich bin gerne bereit, Treffer, mitzuspielen. Wenn es ein Tag ist, an dem ich Zeit habe, muss auch nicht unbedingt für die Aufnahme sein, kann auch für die Aufnahme sein, alles gut. Bin ich dabei, sagt einfach Bescheid. Stirb. Wagt er sich raus? Von wo? Eigentlich konnte mich doch gar keiner sehen, oder? Ich bin verwirrt. Na gut. Was soll es? Was soll es? Was soll es? Nun gut. Das war's dann erstmal für diese Folge. Schaut euch auch noch die nächsten Folgen an. Wenn das die erste Folge war, schaut euch auch die vorherigen Folgen an. Ja, also erstmal bis zum nächsten Mal. Schaut euch auch insgesamt auf dem Kanal um. Euer Monty.